Ja, für die Seitenwand stellen wir wieder um, Extras, sequenziell, und hier wähle ich jetzt mal entsprechend die Ebene ZX aus. Dann sage ich hier entsprechend Home Extrusion und klicke gleich diese Ebene an und brauche dann wieder mein Rechteck über Mittelpunkt. Das Ganze wieder schräge Linie und jetzt brauche ich wieder ein entsprechendes Maß. Das können wir ja aus dem vorhergehenden Video. Also hier draufklicken, nach draußen ziehen, 240 eingeben. Hier kann ich es einpassen, damit man es sieht. Und dann braucht man noch die Höhe dieses Seitenteils. Das Ganze ist 60 hoch. Kann es wieder etwas einpassen. Und dann sage ich Skizze schließen. Und dann folgt jetzt praktisch die Wandstärke. Die Wandstärke setzen wir mal auf 10 mm. Gut. Unter Ansicht können wir das Ganze wieder einpassen. Und jetzt brauchen wir noch die entsprechende Nut bei diesen Teilen. Das machen wir hier einfach unter Home. Und wir wollen jetzt praktisch einen Ausschnitt konstruieren. Und dann muss man praktisch erstmal die Oberfläche auswählen, wo diese Nut praktisch draufgesetzt wird und die sich dann in den Körper reinschneidet. Klingt kompliziert, aber wir schauen uns das einfach mal an. Also ich wähle hier einfach die Oberfläche aus. So, dann geht es wieder 2D-mäßig auf. Dann sage ich hier wieder Rechteck über Mittelpunkt. Ich ziehe so ein kleines Rechteck auf. Und dann muss ich jetzt dieses Rechteck genau dahin schieben, wo ich es brauche für die Nut. Das heißt, ich sage jetzt erstmal, wo haben wir es denn? Hier brauche ich verbinden. Das heißt, ich möchte diese Linie schon mal auf diesen Körper verbunden haben, dass das wirklich fest ist. Und dann brauche ich noch den genauen Abstand. Ich möchte das hier 20 haben. Die Materialstärke von unserem Holz, die ist 10. Das heißt, ich brauche auch eine Nut, die 10 tief ist. Und jetzt muss ich dieses ganze Gebilde noch in die Mitte rutschen. Und das mache ich eben, indem ich hier noch diesen Abstand festlege. Das hier ist die Abstandsbemaßung. Und das funktioniert so. Ich wähle hier einen Punkt. Ich wähle hier diese Seite aus. Und dann ziehe ich diese Maßlinie raus und kann hier sagen 20. Jetzt habe ich also diesen Abstand festgelegt. Ich habe festgelegt, dass diese Linie genau über dieser Grundlinie steht. Dann die Tiefe der Nut ist 10 und die Breite der Nut ist 20. Und somit liegt diese Nut dann später genau in der Mitte. Dann sage ich Skizze schließen. So, und jetzt aufpassen, wenn ich hier in dem Bereich klicke, dann schneidet sich nichts aus dem Körper raus. Deshalb habe ich ja auch hier so ein Ausrufezeichen. Sobald ich jetzt in diesen Körper hineingehe, schneidet sich was heraus. Allerdings bin ich jetzt nicht weit genug drinnen. Hier würde sich praktisch so eine Ausklinkung ausprägen. Erst wenn ich über die Materialstärke hinausgehe, die brauche ich jetzt nicht unbedingt hier im Abstand eingeben. Ich brauche einfach nur über diesen Körper hinausgehen. Ich könnte jetzt auch hier oben 10 eingeben, aber ich klicke jetzt einfach mal hier und sage fertigstellen. Und schon habe ich auf der einen Seite diese Nut entsprechend drin. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite jetzt auch nochmal.